Ja, hi Fans, wir sind mal wieder im Auto. Wir fahren heute einen Schwan kaufen. Wo hat er denn die Schwäne? Hat er hinterm Haus einen kleinen Teich? Wirst du gleich sehen. Wir kaufen da regelmäßig ein. Heute gehen wir mal und holen Schwan. Haben ja einen Kunde, der den bestellt haben. Und da fahren wir dann gleich anschließend hin. Aber jetzt gehen wir erstmal den Schwan holen. Ja, und die Schwäne auf dem Teich, die vertragen sich alle so? Es ist ja Winter und dann haben die ja gar kein Problem, auch eng zusammen zu sein. Wenn im Frühjahr so schön warmes Wetter ist, wenn die dann anfangen zu paaren, dann gibt es Keilerei. Aber der züchtet die und seine Zuchtpaare hat er natürlich. Und die Jungtiere, die sind jetzt alle auf dem Teich oder die Älteren, die jetzt nicht Paarungszeit haben, die warten darauf, verkauft zu werden. Eigentlich will ja jeder ein Jungtier haben. Und jetzt brauchen wir ein Schwanenweibchen, was so 4 bis 7 Jahre alt ist, weil wir haben einen Hahn, dem wurde das Weibchen wurde vom Fuchs geklaut. Der braucht jetzt natürlich nicht ein einjähriges Mädchen, sondern der bräuchte schon so eine 5-jährige, 6-jährige am besten, irgendwo in dem Alter. Und wir haben da jetzt 3 Wochen telefoniert und der Willi hat angerufen, er hat einer. Hoffentlich ist die kräftig genug, ne? Wenn der Hahn kommt, dann wird der erstmal schon zeigen, dass er der King im Ring ist, aber das geht so 10 Minuten, Viertelstunde und dann hoffe ich, dann vertragen die sich. Der macht das schon so viele Jahre, ich denke mal, das kriegt er schon hin. Der gibt uns ein schönes, starkes Weibchen. Der Hahn wird ja erst mal zeigen, dass er der Chef im Ring ist. Das muss ja nur eben das Mädchen mal so ein bisschen Prügel einstecken. Aber manchmal geht er auch sofort ganz friedlich. Ja. Ich glaube, das ist schon hier. Guck mal, hier draußen stehen die Jungvögel schon, die er dann abgibt. Das sind die, die alle verkauft werden. Da hinten sehe ich auch schon Schwäne. Ich denke mal, daraus werden wir einen kriegen. Eigentlich ist der Teich immer ganz voll Wassergeflügel. Naja, wir fragen ihn gleich mal. Ja. Okay. Wir steigen aus. Jetzt müssen wir nur noch den Willi finden. Wir gehen mal da hinten gucken. Ne? Gar kein Schwan mehr da. Aber vorne haben wir ja gesehen, da waren ja Schwäne. Gut, dass ich mich hier auskenne. Ich habe ja schon viele gehört. Aber hier um die Ecke, da hat er jetzt seine ganzen Verkaufstiere. Und die sind da unter Netz. Die können da nicht weg. Da muss man die nicht so jagen. Ach, guck, da hinten kommt der Willi schon. Der hat den schon. Genau so, wie du es haben wolltest. Wunderschönes Weibchen. Und ein bisschen schmutziges Mädchen, aber bei dem Matschwetter ist das so. Ne? Genau. Aber ein Schwan, sagt man doch immer, der ist gefährlich, der greift einen nein, an. Nein, nein, nur in der Brutzeit, dann kommt das Männchen mal aus dem Wasser. Und wenn ich da mit dem Finger dran gehe, beißt er nicht? Nein, nein, der beißt nicht. Der ist ganz, ganz zahm. Ja, ich weiß schon wieder. Ihr wollt schon wieder Blut sehen, ne? Nee, gib es nicht. Der ist ganz lieb. Ja, und du hast da jetzt so mehrere Schwäne. Und wenn ich sehe hier Entenvögel, hast du die alle selber gezüchtet? Ja, die meisten sind selber gezüchtet, einige getauscht mit Kollegen. Und wir haben ja jetzt noch Januar. Das heißt, die werden jetzt in Kürze alle verkauft. Genau, das sind alles Nachzuchten vom letzten Jahr. Die gehen dann die nächsten Monate, werden die an Züchter wieder abgegeben. Manche sind auch meine Zuchttiere bei, die behalte ich dann selber. Die kommen hinten auf den Teich auch mit drauf. Ja, und wenn jetzt zu Hause einer sagt, ich habe da so ein Bungalow in der Siedlung und ich habe da so ein 3000 Liter Gartenteich, da wollte ich ein Pärchen Enten draufsetzen oder ein Pärchen Schwäne, das wird schön aussehen. Für Schwäne braucht man schon ein großes Grundstück und einen großen Teich, ne? Die müssen schon ein bisschen Teich haben. Die müssen schon mehr Teich haben. Das, was hier im Winter ist, das ist zu wenig, also die brauchen schon einen großen Teich. Aber so ein kleines Pärchen Mandarinen oder Rotschulterenten, die kann man sogar im Freiflug da schön laufen lassen. Rotschulterenten bleiben da, wo sie groß geworden sind. Oder Rotschulter wenn man sind ja relativ klein. Klein, ne? Die kann man für einen kleinen Gartenteich, kann man die das gut ist ja, glaube ich, so die kleinste Zwergente genau, oder genau. So. Genau, mit die kleinste. Es gibt noch die Hottentottenenten, die sind etwas kleiner, aber die Rotschulterenten sind wunderschön. Kann man die wirklich für einen kleinen Gartenteich nehmen. Das wären so die kleinsten? Das wären so mit die kleinsten Rotschulterenten, die jetzt auch dem Wasser auch sind. Und jetzt für den Winter reicht das auch, dann hast du hier auch mehr geschützt. Ne? Genau, dann kannst du genau. Auch besser hier sitzen kontrollieren. Die viel besser und im Winter kann man das, ne, auch das Eis kann man hier besser eisfrei halten. Und, so. Und hier sind die jetzt die Jungtiere nur im Winter und die werden dann verkauft und dann in so einem kleinen Gehege kannst du ja auch viel schneller fangen und genau, besser fangen. Genau, ne? So ist es. Guck, hier sind die Kollegen unsere Schwans. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, die stehen aber jetzt alle still, ja, das, ne? Ja, 6, die verabschieden sich gerade alle. 6 Kollegen sind noch da und sagen, warum war ich nicht dran? Oder gut, dass ich nicht dran war. Ne? Die wissen das ja nicht. So ein weißer Schwan sieht ja im Groben aus wie so eine Gans.
Und wir wissen ja nicht, ob Weihnachten schon vorbei ist. Hier sieht man noch mal die Rotschulterente als Mutation in Gelb. Manche sagen auch Gelbschulter, aber es ist immer noch eine Rotschulterente in Gelb. Hier, der ganz vorne ist, das ist ein Mandarinentenmännchen. Die Weibchen sind natürlich wie immer unscheinbar. Bei Mandarinenten ist, weil der von zu Hause aus auf der südlichen Erdhalbkugel lebt, hat er immer im Winter sein schönes Gefieder. Und die brüten auch meist im Dezember. Richtig, ne? Ja, so April, Mai fahren wir. April, Mai, aber haben die sich schon umgewöhnt, ja, aber oder? In der schönsten Jahreszeit, im Sommer, Juli, August, dann sind die ganz blass. Dann sehen die Äpfel aus wie die Enten. Ne? Dann verlieren die ihre Feder, jeder Vogel mausert ja, eine Ente ist auch ein Vogel. Und dann mausern die und dann sehen eine Zeit Männchen und Weibchen fast gleich aus. Und dann so zum Herbst kriegt er wieder sein Brutgefieder, sein Balzgefieder, das auch schick für die Frau ist. Und dann sieht er so schick aus wie die. Und so was kann man im Garten, auf dem Garten wunderbar halten. Genau. Ja. Wie viel Wasser brauchen die denn da ungefähr? Ich sag mal, so ein kleines Kunststoffbecken würde für ein Pärchen Enten oder zwei Pärchen Enten ausreichen. Also die brauchen man muss nur regelmäßig mal das Wasser wechseln. Ja, ja, klar. Mal zulaufen lassen, frisches Wasser, das ist super. Ja, denn die machen meistens direkt ins Wasser. Ne? Und wenn er das Wasser stehen lässt, das ist dann nicht so gut. Schön ist natürlich bei den Rotschulterenten, die mausern zwar auch, aber nicht nur, dass man sieht. Das heißt, also die sind immer in der Pracht. Die halten auch immer die das Erpel gleiche Gefieder. Halten immer das gleiche Gefieder. Das ist die einzige Entenart, die das in der Form macht. Also das ist wirklich das Schöne bei denen. Und du züchtest das schon lange? Oder? Ja, fast 50 Jahre. So. Habe ich schon Enten, Gänse und hauptsächlich Wasserziergeflügel in allen Formen und Arten, die es da gibt. Und das Hobby hast du gemacht oder hast du das schon geerbt? Mein Bruder ist schon damit angefangen, vor mir schon. Und dann bin ich natürlich dann irgendwann die Teiche übernommen und dann hatte ich das gepackt. Den nächsten Teich und dann kommt die nächste Sorte und die nächste Art und den nächsten Farbschlag. Und es gibt ja mittlerweile auch viele Mutationen. Ja, haben wir ja dann gesehen bei den Rotschulterenten und sowas. Ja, oder auch bei den schönen bunten Mandarinen habe ich auch schon. Da gibt es auch schwarze, weiße gesehen. Es gibt so rote, es gibt gelbe, da gibt es mittlerweile so viele Farben und Formen. Ja, aber das Thema haben wir ja schon ganz oft besprochen. Das ist einfach so, was so ein Züchter haben will oder ganz toll findet. Der hat dann ganz viele jetzt hier Enten und eine sieht farblich ein bisschen anders aus. Und die behält er und guckt mal, was er dann wird. Und damit züchtet er dann weiter. Genau. Und so gibt es dann irgendwann mal andere Farben. Das ist also nicht genmanipuliert, sondern das ist Zuchtauslese. So wird im Endeffekt die Natur ja auch macht. Genau, in der Natur gibt es auch Mutationen. In der Natur gibt es auch Mutationen, nur da wird natürlich nicht gezielt drauf gezüchtet. Ja, der Raubvogel fängt oft die Mutationen, weil die etwas heller sind, leuchtender sind und dann fehlen die wieder. Und hier in der Zucht kann man das gut steuern. Ja, die kann er dann natürlich, wenn er jagt, viel besser erkennen. Was machst du denn hier? Baust du hier Brutmaschinen? Ja, hier werden die Brutmaschinen hergestellt für Kleintierzucht. Ach so. Aufzuchtboxen. Ja, da haben wir auch. Wir haben ja auch so ein paar Brutmaschinen. Genau. Wenn man mal Eier, kunstbrutmäßig, dann werden die hier in die Brutmaschinen eingelegt. Ja. Und da kann jeder kleine Züchter, der zu Hause ein paar Hühner hat. Wir haben ja auch zu Hause ein paar Brutmaschinen. Genau. Und dann immer mal, wenn wir so besonders schöne Hühner haben, dann halten wir die Eier und ziehen uns Junge. Hier ist unser Quartier für den Sommer. Da sitzen die Schwäne im Sommer drauf. Jetzt im Winter werden sie dann immer hier vom großen Teich gefangen. Das ist wie mit den Alsterschwänen. Die werden auch von der Alster gefangen. Im Winter sitzen sie da hinten einfach geschützter. Man kann sie besser beobachten. Man kann auch mal eine Wurmkur machen im Winter. Auch wenn mal einer krank ist, bis du denn siehst, ist hier womöglich zu spät. Und das haben wir, also die Möglichkeit haben wir hier nicht. Und Winter ist ja schön. Aber die Zuchttiere sind gar nicht da. Nein, die sind jetzt auch mit da hinten. Wegen der Vogelgrippe haben wir die dann alle eingefangen und haben die mit da hinten. Damit da nichts passiert. Genau. Das ist ja mal wieder spannend. Ja, und wann fängt so ein Schwan an zu brüten? Sie fangen im dritten Jahr an. Ne? Und im Jahr ist es immer so der Mai, Juni, dann fangen die an zu legen, bauen ihr Nest, dann geht das los. Ja, aber jetzt so nochmal meine Frage, wo machen die denn ihr Nest? Man sieht immer so auf schönen Teichen, da haben die so ein Schwanenhaus drauf. Ja. Gehen die auch in das Schwanenhaus? Unter Umständen ja, also hier brüten die jedes Jahr auf der Insel. Ich habe ja zwei Paar, wie wir eben gesehen haben, und die gehen jedes Jahr auf die Insel. Ja, die ist ja auch toll geschützt, toll zugewachsen. Genau, da geht dann kein Fuchs dran und so. Und deswegen instinktiv gehen die eigentlich auf die Insel. Wenn man jetzt so ein Schwanenhaus hat, besteht auch die Möglichkeit mit ein bisschen Stroh da rein, dass sie auch da reingehen. Es kann aber auch sein, dass sie irgendwie in den Außenbereich gehen und um den Teich herum. Aber wo der hinkommt, ist rundherum Parkanlage. Ja, das ist hervorragend. Das Schwanenhaus habe ich mitten im Teich setzen lassen, dass er eigentlich vor dem Fuchs geschützt ist. Genau, hervorragend. Das ist eine gute Idee. Da können sie am besten züchten. Das ist super. Aber ein bisschen Stroh in das Haus und dann ist das gut. Ich muss das ja nachher den Kunden erzählen, wo ich hinfahre. Ich habe ihm aber genau das schon alles erzählt. Ja. Aber vom Züchter nochmal nachfragen, das hilft immer. Genau. Und sowas solltet ihr natürlich auch immer machen. Ne? Nicht einfach immer, ach ja, das klappt schon und das funktioniert schon. Wo wir jetzt hinfahren, da war bisher immer das Schwanenhaus an Land. Und so an Land, dass der Fuchs quasi um die Ecke da reingehen konnte. Und das hat dem letzten Mädchen
den Kopf gekostet. Genau. Und das wollen wir nicht, dass sowas nochmal passiert. Nein, das sollte mit dem nicht passieren. So, lieber Schwan, jetzt darfst du mal Porsche fahren. Weißt du, ich kann nicht fliegen und die meisten Schwäne können nicht Porsche fahren. Du könntest theoretisch beides. Diese Dame kann es. Immer zum Licht hin. Super. Okay. Alles klar. Spitze. Ja, er freut, sie freut sich schon auf ihren neuen. Meinst du, das ist auf ihren neuen Liebhaber? Ja? Genau. Okay. Das Willi. Ist Freude. War ganz spannend gewesen. Ja, schönen Dank. Alles klar, Norbert. Wir sehen gerne uns wieder. Nächste Tage wieder beim nächsten. Ja. Wir schauen mal, dass der mal schnell dahin kommt. Ich packe den jetzt ein, aber ich habe gerade gesehen, das Video ist schon lang genug. Wie wir da ankommen, das zeige ich euch nächste Woche. Bis nächste Woche sind dazwischen noch zwei Filme. Ne? Nicht vergessen, nicht auf nächste Woche warten. Ihr wisst ja, Donnerstag nächste Woche kommt der Schwan. Wir sehen uns.